feel like I'm losing my mind. Hi, hier ist der Frank vom Foodblog hamburg.de. Sei willkommen in einem neuen Video. Eigentlich habt ihr jetzt erwartet, dass ich wieder irgendwas Weihnachtliches mache oder vielleicht am Smoker stehe oder so. Nein, gefehlt. Wir wollen heute mit Wirsingkohl uns Kohlrouladen machen. Jetzt kommt der Jingle und dann geht es los. Ein bisschen gehen wir heute mal vor. Ich muss nämlich erstmal jetzt ein Brötchen einweichen in Milch. Das tun wir jetzt. Wir nehmen uns jetzt ein Brötchen und schneiden das einfach mal klein. Und dann müssen wir das gleich mal eine Runde ein bisschen einweichen. In Milch. Die habe ich hier schon stehen. Kleine Schale habe ich auch schon stehen. Da haben wir das stehen. Genau. Eigentlich wollen wir ja keine Schwenks machen, aber heute machen wir mal ein. So, und jetzt kommt das alles da hinein und muss schön einweichen. Ich habe hier meinen Wirsingkohl. Die äußeren Blätter mache ich jetzt einfach mal eine Runde ab. Die sind ja auch beschädigt und nicht so schön. Weg damit. Und die nächsten, die brauchen wir dann gleich. Ich habe mir da schon mal ein bisschen heißes Wasser vorbereitet. Da kommen jetzt meine Wirsingkohlblätter rein. Die müssen gleich einmal kurz überblanchieren. Ich brauche jetzt mal was zum Runterdrücken. Fluten! Und das U-Boot geht unter. Wir wollen die auch wirklich nur einmal kurz überblanchieren. Wir wollen die jetzt hier nicht irgendwie groß kochen. Einmal nur kurz rein. Nicht gekocht. Damit die Blätter halt schön weich werden. Damit wir die gleich verarbeiten können. So, meine Blätter sind schon schön weich. Die nehmen wir jetzt hier mal raus. 4 Stück habe ich mir jetzt erstmal gemacht. Da müsste gleich noch ein bisschen der Strunk dünner geschnitten werden, aber ich nehme die erstmal nur raus. Wir brauchen 2 Zwiebeln. Die erste Zwiebel, die brauchen wir jetzt für unsere Füllung. Ich werde die jetzt einmal schnell runterschneiden. Und boah, ist das Messer und das Brett ist so hart, hätte ich mal gesagt. Laut, dadurch, dass das Brett so hart ist, ist das immer so laut. Ich schneide mir das eben runter und dann kommen die kurz in die Pfanne und dann werden die kurz angebraten, die Zwiebeln. Meine Zwiebeln sind hier schön in der Pfanne. Die sehen schon klasse aus. Die nehme ich jetzt hier runter. Dann kommt zu dieser Masse ein Ei. Schön 2 Löffel Senf. Ich stehe ja auf den extra scharfen. Dieser Senf, der gibt richtig Geschmack. So, ein bisschen abwischen, damit der Löffel auch da drin ist. Dann brauchen wir Pfeffer. Ordentlich was auf die Fresse, würde ich sagen. Wir wollen ja richtig Geschmack haben. Und dann habe ich hier noch so ein bisschen was. Ich habe so ein Gewürz von einem der Hamburger Köche, genau. Das tue ich auch noch ein bisschen was mit rein. Und ein bisschen Salz brauchen wir natürlich auch. So, und dann kommt das Schönste. Jetzt vermengen wir das Ganze, damit es eine schöne Masse ergibt. Das sieht jetzt schon mal ganz geschmeidig aus, aber uns fehlt noch etwas. Und zwar unser eingelegtes Brötchen in der Milch. Das müssen wir jetzt ausdrücken, damit nicht so fürchterlich viel Milch da hinein und Flüssigkeit da reinkommt. Und dann kommt das Brötchen da auch noch mit zu. Das Brötchen ist jetzt hier auch drin. Das vermischen wir jetzt auch noch mit da rein. Dieser Strunk hier in der Mitte, der muss halt ein bisschen runtergeschnitten werden. Ich schneide den jetzt mal eben hier so ein bisschen runter. So. Das sieht doch so aus, als wäre da nie einer gewesen. Super. Ich habe mir jetzt hier wie so eine Frikadelle genommen. Die tue ich jetzt hier schön rein. Super. Und dann rollen wir die einfach schön zu. Diese Blätter von so einem Wirsingkohl, wenn der natürlich nicht so riesig ist, die sind dann natürlich nicht ganz so groß. Da kann man natürlich dann nicht so riesige Rouladen machen. Da kann man halt nur so kleine niedliche Teile machen, so wie den hier. Oh, schön. Ja, finde ich auch. Jetzt müssen wir unsere
Rouladen schön von allen Seiten einmal anbraten. Dafür tue ich die jetzt hier schön in meine Pfanne rein. Da habe ich mir schön Öl drin heiß gemacht. Und jetzt braten wir die schön von allen Seiten gleichmäßig an. Ich nehme mir jetzt meinen Wirsingkohl, ungefähr die Hälfte. Super. Viertel den jetzt auch nochmal. Dann muss dieser Strunk da raus. Im Endeffekt so, wie man es beim Spitzkohl auch macht. Wir wollen uns in den Topf, in dem wir gerade eben das blanchiert haben, müssen wir ja gleich unsere Rouladen, die gerade noch am Braten sind und hier so einen Lärm machen, müssen wir ja gleich da noch garen. Und unten machen wir ein Bett aus dem Wirsingkohl. Das ergibt dann gleichzeitig unser Gemüse. Unsere Rouladen haben jetzt schon schön so ein bisschen Farbe bekommen. Ich werde jetzt hinten in meinen Topf, der noch hinten steht, den hole ich mir jetzt nach vorne und dann tue ich mir da ein bisschen Butter rein und dann kommt mein Wirsingkohl da schon mal in den Topf. In meinem Topf ist jetzt so ein bisschen Butter gelandet. Da tue ich jetzt meinen Wirsingkohl drauf, den wir eben gerade klein geschnitten haben. Und dann kommt da noch eine klein geschnittene Zwiebel dazu. Ich tue jetzt ein bisschen Zwiebel noch dazu, die ich mir gerade klein geschnitten habe. Und dann rühren wir das Ganze schon mal so ein bisschen um. Wird das Ganze so ein bisschen angeschwitzt hier mit der Butter. Das schwitzt da jetzt gerade so ein bisschen an. Ich tue da jetzt so ein bisschen was von meinem schwarzen Pfeffermix drauf. Wieder ein bisschen was an Salz, aber nicht so fürchterlich viel, weil wir tun da gleich ja noch ein bisschen Brühe drüber und die bringt natürlich auch eine ganze Menge Salz mit. So, ich habe jetzt hier Pfeffer, Salz, ein bisschen was von meiner Würzmischung drin. Kümmel habe ich zwar reingeschrieben, ach übrigens, wo ich gerade gesagt reingeschrieben, wir haben natürlich wieder unten das Rezept verlinkt, das könnt ihr euch jederzeit runterladen. Ich tue jetzt hier so ein bisschen was an dem Wasser von dem Blanchieren rein und lösche damit schon mal ein bisschen ab. Den Geschmack wollen wir natürlich auch nicht verlieren. So, jetzt noch mal zum Kümmel. Wir haben keinen Kümmel reingetan, obwohl ich Kümmel immer sehr lecker finde, aber meine Frau mag nicht so gerne Kümmel. Deshalb ist hier jetzt gerade kein Kümmel drin. Unser Wirsingkohl ist jetzt natürlich wunderschön geworden, hier schön angebraten. Ich nehme die vier jetzt hier einfach mal raus, tue die hier mit oben drauf. Dann werden die jetzt gleich schön gar gedünstet. Da kommt gleich noch der Deckel wieder oben drauf. Jetzt tue ich da noch ein bisschen Gemüsebrühe unten rein, um noch ein bisschen mehr Flüssigkeit zu haben. Und oben auf die Rouladen tue ich noch ein bisschen Butter und dann kommt da jetzt der Deckel drauf. Unsere Rouladen sind, glaube ich, mal fertig. Jetzt kann man erstmal kurz nicht sehen, weil es natürlich jetzt hier alles beschlägt. Aber ich nehme uns einfach mal eine da raus. Ich würde sagen, wir nehmen diese. Die sieht aber richtig geil aus. Und dann nehme ich mir hier noch ein bisschen was von meinem Kohl raus. Da ist natürlich jetzt viel Flüssigkeit. Die werde ich nachher noch andicken. Ich nehme jetzt aber für euch hier einfach mal ein bisschen was raus. Sieht geil aus. So, unsere Wirsingkohl-Roulade. Ich werde sie mal anschneiden und dann könnt ihr euch das mal ansehen. Sieht das nicht schön aus? Geile Füllung. Wird super geil schmecken. Ich kann das jetzt nur nicht probieren. Verbrenne ich mir so dermaßen den Mund. Und das möchte ich nicht. War's schon wieder. Unsere Wirsingkohlrouladen sind im Kasten, beziehungsweise auf dem Teller. Sehen richtig genial aus.
eigentlich verhältnismäßig einfach zu machen. Man muss dann irgendwie so 25 Minuten halt warten hinterher, wenn sie da im Topf sind und durchgaren. Dann muss man so wie wir jetzt gleich noch einmal kurz die rausnehmen und ein bisschen andicken. Dann hat man unten halt auch noch ein bisschen Soße da drin. Richtig lecker. Man könnte da noch eine Kartoffel zu machen, wenn man möchte. Aber wir werden das, glaube ich, gleich so essen. Bestimmt. Ja, sollte euch das Video gefallen haben, gebt uns gerne einen Daumen. Abonniert uns, wenn euch unser Kanal gefällt. Macht die Glocke an, damit ihr immer schön hört, wenn hier bei uns was Neues auf dem Kanal entsteht. Und beehrt uns wieder beim nächsten Video. Und ich sage tschüss. Und Frank vom foodbloghamburg.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us.